Also herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Ich darf euch im Namen von der Tanja und von mir zum Premium Leaders Club Roundtable online begrüßen. Wir wollen hier keinen einfachen Abklatsch einer Offline-Veranstaltung machen, sondern unser Schwerpunkt ist, in einer kleinen, feinen Runde Wissen und Input zu bekommen und auf der anderen Seite uns mit unseren Experten, mit unseren Mitgliedern so vernetzen, dass wir praktisch A, einen Mehrwert bekommen, B, Geschäft generieren und C, ja, einen neuen Input haben. Das sind eigentlich so die drei Bausteine, warum dass wir dieses Online-Event anbieten. Entschuldigung, Alex, Entschuldigung, kannst du mal schauen, die Petra sagt, dass sie wartet. Siehst du sie? Gerald? Oder Gerald, siehst du die Petra Gamböck? Nicht, dass sie ein Teams-Meeting aufgemacht hat. So, ich schaue gerade mal, Tanja. Nein, sehe ich gerade nicht. Dann lass mich bitte weitermachen. Also zu den Online-Roundtable-Events haben wir praktisch immer ein aktuelles Thema, das für uns einen Business-Mehrwert darstellen soll. Die zweite Geschichte ist eben das Vernetzen. Das heißt, wir stellen uns heute alle kurz vor und im Nachgang haben wir dann praktisch Q&A und ich würde mich freuen, wenn jeder zu dem Thema einen Input hat und aus seiner Sicht dieses Thema nochmal beleuchtet. Im Nachgang haben wir dann eine Handout und wir werden auch im Nachgang nochmal die Kontaktdaten versenden. So wie es üblich ist bei uns, beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Die Vorstellungsrunde, die sollte bei jedem nicht länger wie 30 Sekunden dauern und den Schwerpunkt auf Business legen. Das heißt, bitte nicht vorstellen, verheiratet, drei Kinder und meine Hobbys sind Skifahren, sondern den Schwerpunkt legen auf das Thema, ich habe die und die Funktion im Unternehmen, ich habe Bedarf in dem Bereich, ich suche nach dem Bereich. Oder ich habe folgende Probleme im Unternehmen und so dass ich bewerten kann, kann ich dem Teilnehmer A, Teilnehmer B, Teilnehmer C weiterhelfen. Wenn wir die Vorstellungsrunde beendet haben, dann haben wir uns ein bisschen kennengelernt und dann würden wir auch ins Thema einsteigen wollen. Martin, ich würde ganz gerne, dass du beginnst. Sehr gerne. Mein Name ist Martin Böttger. Ich bin seit 20 Jahren in München als Anwalt tätig, bin Partner der Sozietät SKW Schwarz, bin einer der Ambassadoren des PLC und ich habe deswegen großen Gefallen an dem Konzept und an dem Team und an der Idee insgesamt gefunden, weil ich seit Beginn meiner Tätigkeit eigentlich im Mittelstand berate. Und natürlich gerade in der jetzigen Zeit, wo sich die Digitalisierung wahnsinnig beschleunigt. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch die Menschen und die Unternehmerpersönlichkeiten in die digitale Welt zu bringen und ihnen helfen, digital die Lösungen zu finden, die sie brauchen, um ihr Unternehmen in die nächste Generation zu bringen. Und ich versuche, dieses Format hier zu unterstützen mit meinen Erfahrungen, die sich im rechtlichen Bereich, in der laufenden Beratung, aber auch an der Schnittstelle zum kaufmännischen Bereich ergeben. Danke, Martin. Natascha, machst du bitte weiter? Hallo, mein Name ist Natascha Machainger. Ich unterstütze den Premium Leaders Club in allen Fragen zur Kommunikation. Wir arbeiten jetzt seit einem halben Jahr zusammen und ich helfe einfach wirklich, wenn es um Texte geht, wenn es ums Moderieren geht, bei den On-Air, bei den Off-Air-Veranstaltungen dann. In Bezug auf Digitalisierung, ich habe eine Kreativagentur für visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Illustration, Grafikdesign und einer klassischen Videoproduktion dazu und bin gerade dabei, mein Unternehmen zu digitalisieren. Also ich hoffe, dass ich da heute einige Inputs kriege, die auch kleineren Firmen helfen können. Ganz kurz nochmal bitte in die Runde. Fokussiert euch auf eure Tätigkeit, nicht auf die Unterstützung, was den Premium Leaders Club betrifft, sondern gebt die anderen Teilnehmer möchten wissen, wer ihr seid und was ihr tut. Christoph, bitte übernehmen. Mein Name ist Christoph Holz, ich bin Informatiker und ich habe trotzdem eine Frau gefunden.
Ich investiere in Themen wie als Business Angel, wie Blockchain, künstliche Intelligenz, Fintech, also Firmen in Singapur. Jetzt habe ich gerade eine in Australien mit übernommen und jetzt kommt eine in Deutschland, eine digitalisierte Sprachschule mit dazu. Und ich bin Autor. Mich interessieren eben so Themen hinter der Digitalisierung. Also was bedeutet Gesellschaft ohne Staat, Märkte ohne Geld, Wirtschaft ohne Firmen und was ist eigentlich der Sinn und der Unsinn hinter der Digitalisierung? Und weil ich sehr vergesslich bin, habe ich meinen Haustürschlüssel implantiert. Also das ist also ein kleiner NFC-RFID-Chip. Ich halte den an die Tür, dann macht es Klick und die geht auf, egal, unabhängig von meinem Alkoholpegel. Petra, du bist das Letzte in die Runde gekommen und deswegen bist du jetzt gleich dran. Bitte eine kurze 30-sekündige Vorstellung im Business-Slogan-Bereich. Du bist ja, stumm. Mikrofon. Du musst dein Mikro einschalten. So, wie ihr gesehen habt, ich komme nicht so aus dem technischen Bereich. Das sind nicht so meine Stärken, aber dafür gibt es ja andere Experten. Also hallo alle zusammen, mein Name ist Petra Gamberg. Ich habe zwei Firmenbereiche oder zwei, ich sage jetzt mal, Backgrounds. Aus dem einen ist es die Werbeagentur, wo wir junge Marken aufbauen, Brand- und Event-Marketing betreiben seit über 5 Jahren. Auch Sponsormanagement, das heißt, wir bringen die Marken quasi zielgerichtet zum Kunden. Und das Zweite, was ich jetzt aufgrund der Corona-Pandemie natürlich hier einbußen, also ich habe Einbußen durch dieses Eventgeschäft, was mir verloren gegangen ist, erfahren und habe mich dem Handel gewidmet und habe Marken unterstützt hier und ein internationales Vertriebsnetz aufgebaut. Das heißt, ich unterstütze Marken im Vertrieb. Reicht das? Das reicht vollkommen. Ich möchte das Wort an Frank übergeben. So, Frank Salzgeber, Head of Innovation Ventures der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Ich mache fast alles außer Raumfahrt und die Raumfahrt ist heute, ich will es ganz beschreiben, als Backbone der digitalen Infrastruktur. Also wenn ihr mit eurem Handy sagt, wo bin ich, das sind Navigationsdaten, euer Strom wird synchronisiert mit dem Zeitsignal der Navigationssatelliten, aber auch das Handynetzwerk. Und wir arbeiten an so Themen neben der Navigation wie der Kommunikation. Wenn die Telekom von 5G redet, dann reden die vielleicht 3-4% der Weltabdeckung. Wir kümmern uns mit der Raumfahrt um den Rest, so der 85%, das ist, heißt 5G aus der Raumfahrt. Und das Letzte ist die Erdbeobachtung. Das ist nicht unser Wettersatelliten, sondern das sind einfach große Datenmengen. Ich glaube, nur die Kollegen im CERN haben ein bisschen mehr. Deswegen arbeiten wir auch mit so Firmen wie Amazon Web Services zusammen, die eigentlich das alles auch digital machen, in die Cloud bringen. Und da können wir dann genau sagen, wie viel Autos Herr Musk produziert oder wie viel bei Walmart auf den Parkplätzen sitzen oder die Deutsche Bahn, wo sie ihre Bäume zurückschneiden muss. Wir unterstützen das in Business Cases. Nichts darüber hinaus haben wir auch vor 15 Jahren angefangen, Startups zu unterstützen. Und da komme ich selber her. Ich war früher bei Apple, habe dann selber ein Startup gehabt mit den Koba-Brüdern zusammen und dem Chef von Cancom. Und wir unterstützen ungefähr so 220 Deep-Tech-Startup-Firmen im Jahr. Bekannte vielleicht darunter sind Lilium, ISA Aerospace, die einer der schnellsten Startups wachsenden in München, die einen kleinen Launcher bauen. Sehr gut, herzlichen Dank. Tanja, bitte eine kurze Vorstellung. So, Tanja Hacker, ihr kennt mich ja auch schon alle, wenn nicht alle persönlich. Ich habe die letzten 14 Jahre im Handel verbracht und so wie es dann immer ist, es kommt dann eine Person, mit der ändert sich das alles, das war mit dem Alexander. Ich habe meinen Job bei Lidl aufgegeben und mache mit dem Alexander gemeinsam den Premium Leaders Club, habe aber eine Doppelfunktion, weil ich mich auch noch selber manage. Ich mache zusätzlich noch Verhandlungstrainings und bin Experte in den ganzen Dingen, was den Handel betrifft, Strategien für den Handel. Plus werde ich auch in der Zukunft mit der Petra, die ihr vorher kennengelernt habt, stärker zusammenarbeiten, weil wir gemeinsam Produkte auch in den Handel bringen, dass wir da auch einen guten Synergieeffekt auch haben. Und deswegen haben wir da, das fällt auch in dem Bereich mit den Wirtschaftskooperationen, den ich auch betreue. Und ich mache natürlich sehr viele Sachen im Background, weil wir uns das natürlich aufgeteilt haben, Alexander und ich. Wunderbar. Herzlichen Dank, Philipp.
Bitte um kurze Vorstellung. Ja, hallo zusammen, Philipp Hahn. Genau, ich bin der CEO von der Firma Rabl und Hahn. Die ist, glaube ich, recht bekannt, weil wir so große Firmen wie Daimler und BMW und Airbus, Dr. Oetker, AEG in die Zukunft begleiten. Das heißt, wir machen das Zukunftsportfolio, coachen die Führungskräfte. Nebenbei haben wir noch so eine Business Academy, wo wir auch so bekannte Führungskräfte gecoacht haben, wie zum Beispiel den Dieter Zetsche oder so. Genau, er ist momentan den Oliver Zipse von BMW. Genau, und nebenbei darf ich noch Sprecher sein, dank dem Alex. Perfekt, herzlichen Dank. Last but not least, Gerald, ich würde dich kurz bitten um deine Vorstellung, weil du bist ja auch unser heutiger Inputgeber. Okay. Ja, also ich scheine ja so eher so der Fremde zu sein in dieser Runde. Ihr scheint euch alle zu kennen und ich bin der Gerald und damit auch per Du in dieser Runde natürlich. Ja, der Alex und ich, wir kennen uns schon seit einer Weile, unter anderem über Speakers Excellence und haben auch die ein und andere Veranstaltung auch schon gemeinsam gemacht, gestaltet, beziehungsweise ich dann als Redner dabei gewesen. Und ja, und habe das von Anfang an sehr mit hohem Interesse verfolgt, wie das PLC sich entwickelt und dabei ist. Und ja, und unterstütze jetzt halt einfach mit der einen oder anderen kleineren Aktivität. Vom Hause aus bin ich Wirtschaftspädagoge und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Also zunächst erstmal nichts mit Techie zu tun, leite aber seit 14 Jahren den Studiengang für digitale Medien, Medienmanagement und Kommunikation hier an der Uni in Mannheim. Habe den auch aufgebaut und ja, und da treiben wir halt die jungen Leute durch den Bachelor und durch den Master und bilden sie gezielt für digitale Medienfunktionen in allen möglichen Branchen und Unternehmensgrößen aus. Erfahrungsgemäß landen die seit einigen Jahren doch sehr stark im Mittelstand, weil da in den letzten Jahren nun der Bedarf auch bei den letzten Inhabern auch angekommen ist. Und dort sind sie vorwiegend dann so im Marketing, im Vertrieb, in der Unternehmenskommunikation letztendlich tätig. Ja, und nebenbei, was heißt, ja, doch nebenbei, das ist so mein Hobby, meine Freizeitbeschäftigung, meine Leidenschaft, probiere ich halt alles mit digitalen Medien aus, was da so geht, bin aber jetzt nicht im High-Level-Bereich der KI unterwegs oder geschweige denn in der Raumfahrt oder Ähnliches unterwegs. Ich finde das sehr spannend, was ihr beiden da berichtet habt. Ja, und dann übergebe ich zurück an dich, Alex. Genau, herzlichen Dank. Wir haben einen wichtigen Satz noch vergessen, du hast es vorher erwähnt. Wir sind hier alle per Du in der Runde, also im Premium Leaders Club ist es vollkommen normal, dass wir uns per Du ansprechen. Wir wollen hier unkompliziert sein, aber trotzdem respektvoll auf Business-Ebene und würde mich freuen, wenn hier jeder bei dem Umgang bleibt. Mit der Vorstellungsrunde sind wir somit durch. Wir haben alle Teilnehmer dabei. Es wird ein, zwei Teilnehmer geben, die uns während der Session verlassen werden. Der Martin und der Philipp, je nachdem, wie die Zeitplanung ist, weil die noch andere Termine haben, nur dass ihr euch hier nicht wundert. Ich möchte nun auf unser Thema eingehen und wir haben ein Thema gewählt, sage jetzt mal, das für viele ein sehr interessantes Thema ist, weil viele mit dem Thema neu umgehen müssen oder oft gar nicht umgehen wollen. Digital Leadership ist für viele, sage jetzt mal, bevor Corona war, ein Thema, das wo jeder abgetan hat oder viele abgetan haben. Warum soll ich das? Meine Mitarbeiter sind vor Ort. Das hat natürlich jetzt Corona komplett geändert. Wir haben zum Teil die Mitarbeiter alle ins Homeoffice schicken müssen und somit müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen und es wird auch, wenn Corona vergeht, uns nicht mehr loslassen. Unser Experte heute, der Professor Dr. Gerald Lemke, wird hier einfach einen kurzen Input geben und wir wollen dann nach dem Input einfach in die Diskussionsrunde einsteigen. Ich würde euch nun bitten, während des kurzen Vortrags die Mikrofone auszuschalten, dass wir uns auf seinen Inhalt konzentrieren können und wenn wir dann in die Fragen übergehen, dann einfach wieder einschalten. Gerald, ich bitte um deinen Input. Ja, Alex, herzlichen Dank dafür und nochmal an die Runde auch herzlich willkommen zu diesem doch sehr, sehr spannenden Thema.
wenn man sich so ein bisschen im Internet oder auch in der Wirtschaftspresse umschaut und zum Thema Digitalisierung oder digitale Transformation, dann mag man es kaum noch hören oder lesen, was da mittlerweile schon alles kolportiert wird. Und die Studien der großen Unternehmensberatung zeigen es auch andauernd. Da sind wir in deutschsprachigen Unternehmen noch ganz schön weit zurück, wenn man die Messlatte natürlich an amerikanischen, asiatischen, japanischen Unternehmen beispielsweise anlegt. Ja, in der Tat ist es so. Wenn ich mit vielen Unternehmern und Führungskräften in der Praxis spreche, aufgrund auch meines Hochschuljobs und meiner Studienaktivitäten, dann ist das Thema digital natürlich in den allermeisten Unternehmen angekommen. Und seit Corona hat das natürlich auch nochmal einen Drift gekriegt. Und das ist ja auch ganz gut so, dass sich jetzt mittlerweile auch jene mit diesem Thema beschäftigen, inwieweit nun digitale Technologien und auch digitale Medien und neue Medien letztendlich auch in die eigene Wertschöpfung Zugang finden können. Natürlich haben wir auch im deutschsprachigen Bereich Unternehmen und wir haben ja auch einen Gründer und bzw. Investoren ja auch dabei, die ja auch in solche Branchen rein investieren. Natürlich auch Unternehmen, die sind da schon ganz anders gelaufen, aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt beispielsweise von deutschen Unternehmen sprechen, dann sind wir doch zumindest mit den in Deutschland ansässigen Unternehmen doch nach wie vor ein Industriestaat. Dieser Industriestaat, der lebt von Industrie. Da werden also Autos gebaut, da werden Maschinen gebaut, da werden Kraftwerke gebaut und da wird natürlich Militär gebaut, das ist klar. Aber wir sehen, dass selbst im Autoabsatz zwar hier noch einigermaßen die Balance gehalten werden kann im Vergleich zu den Vorjahren, aber darüber hinaus man aber auch schon sieht, naja, also so mit dem Wechsel in die elektronische Automobilität tun sich doch auch die Großkonzerne schwer. Und Daimler beispielsweise hat in den letzten Tagen durchaus 3% Zuwachs an der Börse bekommen, weil sie wieder einen neuen Verbrennungsmotor bzw. ein Fahrzeug mit neuem Verbrennungsmotor vorgestellt haben. Also wir sehen, in Deutschland hängen wir fest an unserem industriellen Standard, aber ich will natürlich auch nicht vergessen, dass es viele Unternehmen gibt, die mittlerweile auch schon ganz anders ticken. Wenn man aber jetzt vergleicht, was passiert im globalen Ausland, was passiert in Deutschland an digitalen Businessmodellen und digitalen Entwicklungen, dann sehen wir, da sind wir in Deutschland, in Mitteleuropa nahezu abgehängt. Das heißt also, da müssen wir wohl irgendwie was tun. Jetzt kam Corona in diesem Jahr. Sicherlich nicht ein Glücksfall für uns Menschen, aber auf der anderen Seite sicherlich aber auch ein Turbo, wenn man sich damit beschäftigt, was hat eigentlich Corona jetzt in den Unternehmen getan? Wenn ich heute oder auch in den letzten halben Jahr, da hatten wir ja alle viel Zeit und dann konnte man mit vielen Menschen über seine Business-Kontakte zoomen und teamen und was nicht alles, Videokonferieren, dann erlebt man, Mensch, dass viele eigentlich ganz froh sind, dass sie nun ihre Arbeit flexibilisieren durften, muss man schon beinahe sagen. Denn sie mussten es natürlich, klar, aufgrund der Kontaktschwierigkeiten, aber sie durften es vor allem und viele sind auf einmal ganz überrascht, wie toll das doch jetzt klappt, wenn sie ihre ganzen Teams alle zu Hause lassen und dann über irgendwelche virtuellen Konferenztechnologien dann kommunizieren können. Ziehen wir mal so ein Zwischenfazit im Jahre 2020, Dezember, dann sieht man, so zeigt jedenfalls die ganz aktuelle Studienlage der letzten Wochen, dass die Unternehmen vorwiegend investiert haben in digitale Kommunikationstechnologien, eben weil sie es mussten. Und man erkennt, dass in andere Digitaltechnologien, insbesondere was Geschäftsmodelle selber angeht, was Kollaboration konkret selber angeht, was also noch eine weitestgehende Flexibilisierung über agile Methoden technisch gestützt angeht, da noch nicht viel passiert ist. Ausnahmen bestätigen da immer die Regel. Also was wir letztendlich dann brauchen, scheint doch etwas zu sein. Es sind nicht die Technologien, die ja allen zur Verfügung stehen, sondern es scheint irgendwas in den Köpfen von Menschen, von Unternehmen, von Inhabern, von Geschäftsführern und von Führungskräften natürlich zu sein, die zwar sagen, okay, wir hatten jetzt die Corona-Pandemie, daraufhin haben wir unsere Arbeit so weit flexibilisiert, dass wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hause kommunizieren können. Aber jetzt lass mich in Ruhe und hoffentlich ist Corona bald wieder vorbei. Dann machen wir vieles von dem, was wir vorher auch schon gemacht haben. Und der Rest war eine kleine Episode. So jedenfalls meine Befürchtung. Wenn wir also sehen in dem Zwischenfazit, dass es, wenn es denn nur um die Kommunikation selber geht und nicht um den Digital Mindset
um die Suche nach Antworten, wie können wir unsere Geschäftsmodelle aus der Perspektive von digitalen Technologien neu bewerten, neu beleuchten, neu betrachten und vielleicht sogar diversifizieren, variieren oder komplett neu entwickeln, dann hört man da nach wie vor relativ wenig. Da hat sich in den letzten 2 Jahren nichts dazu getan. Darüber hinaus sieht man aber auch tatsächlich, und Anwesende mögen da sicherlich beipflichten, dass diejenigen, die schon vor 5 Jahren, ach, vor 10 Jahren, vielleicht vor 15 Jahren oder noch ganz früher die Early Adopters mit vor 20 Jahren schon in diese Richtung gegangen sind, also Antworten gefunden haben auf ihre Fragen, wie wir mit neueren Technologien unser Geschäft, unsere Wertschöpfung nach vorne bringen können, und zwar eben nicht nur im Sinne von Rationalisierung und Effizienztreiberei, sondern vor allem auch im Sinne, was hat der Kunde davon, wie können wir auf die Bedürfnisse der Kunden mit neuen Technologien einfacher, schneller, besser eingehen, wie können wir Bedarf von Zielgruppen besser erheben, um daraus unsere Wertschöpfung weiter zu optimieren, dann sind diejenigen, die früh begonnen haben, heute die Gewinner. Sie sind auch die Gewinner unserer Pandemie im deutschsprachigen Bereich, weil die eben nicht mehr stark auf ihre physische Distribution fokussieren mussten. Das zeigen ja auch die fehlenden Logistikketten oder die nicht gut gemanagten Logistikketten in den letzten Monaten, sondern dass sie letztendlich Alternativen hatten, mit denen sie dann trotzdem ihre Kundschaft und ihre Kunden und auch neue Interessenten dazu gewinnen konnten. Man konnte das so sehr, sehr, sehr schön sehen in der Berater-, Speaker-, Trainer-, Coaching-Szene in diesem Jahr. Da ist nämlich ganz viel immer bei mir aufgelaufen. Die haben mich nämlich alle 2 Tage angerufen und haben gesagt, Mensch, in deinem LinkedIn-Profil, da steht doch drin, du bist ein Coach. Sag ich, ja, das steht da irgendwo in so einer Beschreibung mal drin. Also wenn du Coach bist, dann habe ich jetzt für dich die Idee, wie du dein Business digitalisieren kannst. Und da habe ich gefragt, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie machst du das? Ja, da musst du erstmal eine Landingpage machen und dann musst du ein E-Learning machen, heißt Videos machen, dann musst du das über deine E-Mail-Newsletter-Liste verteilen, etc., etc., etc. Dann habe ich mich ganz doof getan, habe gesagt, du, das ist ja alles schön und gut, das hört sich ja auch ganz interessant an, wohl wissend natürlich, worüber der da redet, aber ich habe mich doof gegeben und sage, aber das habe ich alles nicht. Oh, da habe ich aber das Paket für dich, ich mache dir das alles fertig, das kostet 15.000 Euro und dann hast du ein digitales Business. Das ist so eine interessante Episode aus diesem Jahr, wenn es da wirklich darum ging, zu gucken, okay, was passiert denn in den jeweiligen Branchen? Und so geht es vielen Mittelstandsunternehmen auch. Wir sehen also, dass das Problem oder die Herausforderung besser formuliert von vielen Mittelstandsunternehmen eigentlich nicht die Existenz oder Nicht-Existenz von Technologien ist. Das ist überhaupt nicht das Problem. Da gibt es unglaublich viele Fördergelder von der EU, national und auch über die Bundesländer verteilt. Sondern die Herausforderung liegt wohl eher darin, dass wir in den Unternehmen zu wenige Treiber haben. Das heißt also nicht nur die Inhaber oder die Geschäftsleitung, sondern vor allem auch deren Führungskräfte, die kein besonders großes Interesse pflegen, nun mit einem Digital Mindset, also zuerst digital zu denken und dann zu überlegen, was man damit in dem jeweiligen Arbeitsumfeld machen kann. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur einen Prozess zu automatisieren, dass der Prozess vielleicht vorher 70 Sekunden dauerte und jetzt dauert er nur noch 30 Sekunden. Das ist für Massenproduktion relevant, aber für hochqualitative industrielle Güter, wie sie im Mittelstand vorwiegend noch produziert werden, lassen sich diese Effizienztreibereien auch nicht mehr signifikant herausholen. Es geht also darum, eben nicht nur Prozesse weiterhin um Zehntel, Hundertstel Sekunden zu optimieren, sondern auch die Frage, wie können wir unsere Arbeit wirklich komplett neu gestalten? Wie können wir also mit Hilfe von virtuellen und digitalen Tools, so wie das international von vielen Großkonzernen schon betrieben wird, in der Tat im Mittelstand so kollaborativ gestalten, dass sie allen einen Nutzen stiftet. Corona ist da eine schöne Blaupause dafür. Und wenn man das tatsächlich betreiben will, dann braucht man eben nicht nur tolle Prozesse und eine tolle Struktur, sondern dann braucht man natürlich auch noch entsprechende Werte. Und solche neuen kulturellen, ich nenne sie jetzt mal Digitalwerte, haben wir im deutschen Mittelstand noch nicht. Das ist dort noch nicht angekommen. Da sind die Normen und die Wertevorstellungen noch stark konservativ geprägt. Sieht man ja auch an den Wählerstrukturen dort. Und ja,
das ist eben die neue Herausforderung. Jetzt kann man sich die Frage stellen, die ich mir auch mal wieder stelle, was soll denn die Führungskraft da jetzt noch so alles tun? Also sie soll ihre Mannschaft auf Vordermann halten, sie soll ihre Mitarbeiter aus der Distanz motivieren. Sie muss also durch das Virtuelle noch mehr Arbeit leisten, weil das ja natürlich auch ein Effizienztreiber ist, als jetzt schon in Präsenz im Betrieb. Muss auf der anderen Seite klassische, traditionelle Werte und Ziele des Unternehmens, der Unternehmensleitung erfüllen. Also das ist ja schon auch so eine üble Sandwich-Position, den Führungskräfte grundsätzlich und schon immer waren. Aber nichtsdestotrotz, wenn es ein Unternehmen damit ernst meint, in diese Richtung zu gehen und aus der Vergangenheit zu lernen, dass diejenigen, die früh angefangen haben, in Zukunft bei Krisen besser durch diese Krisen gehen können, muss man heute agieren und nicht auf die Krise reagieren. Also, wie können Führungskräfte denn in der Tat denn in die Aktion kommen? Ich nenne das digitale Fitness. Digitale Fitness für Führungskräfte bedeutet, das entlehne ich quasi aus den Medienkompetenzen, die man für Kinder und Schüler und so weiter betrachtet, bedeutet, dass wir zunächst erstmal mit einer Führungskraft oder mit einem Team von Führungskräften darüber sprechen müssen, wie denn eigentlich der tatsächliche Mindset ist und wie tief dieser Mindset in den Kenntnissen über digitale Technologien geht. Also ich bin davon überzeugt, dass wir heute nicht, dass nicht jede Führungskraft heute Expertenwissen und praktisches Umsetzungswissen über künstliche Intelligenzen hat. Aber eins ist völlig klar, das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wahrscheinlich sogar noch eher als 5 Jahre, der Treiber in unseren Unternehmen sein, wenn es darum geht, dass viele kleine künstliche Sprachassistenten überall in kleinen Sensoren versteckt, dann letztendlich unsere Wertschöpfung maßgeblich beeinflussen werden und auch können. Es geht also darum, dass man überlegen muss, mein Mindset, Digital First Thinking, und dann gucken, wie ich das in der Praxis mit meiner Mannschaft, mit meiner Struktur und den neuen Werten umsetzen kann, um dann nochmal im Nachgang zu gucken, okay, was ist gut gelaufen, was könnte man besser machen, um das dann halt im Trial-and-Error-Verfahren dann auch zu verbessern. Es geht auch darum, dass Führungskräfte sich unglaublich schwer tun. So wird es häufig an mich herangetragen, wenn die Frage auftaucht, naja, ich brauche eigentlich jetzt neue Tools. Also Digitalisierung ist so wie mein Smartphone. Ne? Ich nehme so ein Smartphone hier in die Hand und dann wische ich da drauf rum. So, das beherrsche ich ziemlich gut. Da bin ich auch echt extremer Wischweltmeister. Und wir sehen es auch an den Nutzungszahlen, wie lange Führungskräfte gerade so im mittleren Alter zwischen 35 und 45 auf diesen mobilen Endgeräten unterwegs sind. Das ist bis zu 7 Stunden täglich. Das heißt also, bedienen können sie es, aber sie können es nicht gestalten. Muss man auch nicht, weil dann jeder sagt, wieso, mein Smartphone ist so wie meine E-Klasse, da steige ich ein, starte mit dem Schlüssel den Motor und dann fährt die Karre oder sie fährt halt eben nicht. Aber so ist es nicht, denn wenn ich überlegen möchte, beispielsweise im Automobilbau, dann muss ich natürlich, also wie neue Automobilantriebe, Technologien, Navi-Systeme, Verkehrsleitsysteme und so weiter, wenn ich die gestalten will, dann muss ich schon etwas Kenntnis darüber haben, wie denn so ein Auto eigentlich letztendlich dann funktioniert, wie solche Leitsysteme überhaupt funktionieren, wie Daten überhaupt fließen, was Daten überhaupt sind. Und da hört es dann bei vielen Führungskräften dann auch schon komplett auf. Hauptsache wisch und weg und es läuft und der Rest hat mich nicht zu interessieren. Das macht denn der Chief Information Officer. Wenn man sich nämlich die Studien anguckt, wo die Digitalisierung in den Unternehmen, in den etwas größeren Mittelstandsunternehmen und den Konzernen aufgehangen sind, dann ist es nahezu mehr als in jedem zweiten Unternehmen ist der Verantwortliche für diese ganzen Fragestellungen der CEO. Ja, also der, der auch die Server administriert, ist dann auch verantwortlich für die Digitalisierung des Ladens. Und das ist natürlich alleine nicht hinreichend, auch wenn dort sehr gute Leute sitzen. Und aber wir wissen, man sollte nicht den größten Nerd dann als Verantwortlichen für Businessprozesse machen. Also darüber können wir dann nachher natürlich noch diskutieren. Also die Frage heißt nicht, brauche ich noch mehr Tools, brauche ich also noch mehr Apps auf meinem Smartphone oder in meinem Business? Habe ich Führungskräfte mal gefragt, dann sagen die mir, naja, also irgendwie, ich hätte eigentlich so 2 Antworten von ihnen. Die erste Antwort ist, welche App ist eigentlich die beste von allen, die ich habe? Und gibt es noch eine bessere als die beste, die ich noch nicht habe? Und die zweite ist, Herr Nemke, können Sie mir eine App nennen, mit denen ich diese ganze Unsicherheit und diese ganzen Informationen irgendwie managen kann, die permanent auf mich einströmt und die ich aber auch selber rausblase?
Jo, und wer hat, da haben wir mit Sicherheit in der Runde einige Experten hier auch unter uns, die da solche ganz schnellen Antworten sicherlich geben werden. Ihr seht schon, ich merke das so ein bisschen zynisch. Die gibt es natürlich so nicht. Vielleicht sollte man sie entwickeln, aber das versuchen Großkonzerne auch schon seit 30 Jahren. Ich habe da sowas noch nicht gesehen, jedenfalls nicht allumfassendes. Also geht es schon darum zu gucken, nach welchen Kriterien suche ich denn jetzt welches Tool aus, mit dem ich dann mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kollaborativ und virtuell arbeiten kann. Und da ist eben nicht immer das Erstbeste und das Günstigste tatsächlich das, was für unsere Wertschöpfung immer das Beste ist. Zum Glück gibt es dann immer Institute, die sich solchen Fragestellungen annehmen und dann Kriterien und so weiter herstellen. Das kann ja schon mal ein Anhaltspunkt sein, sich mit sowas in der Tat zu beschäftigen. Oder ein Informatiker würde jetzt sowas wie eine Nutzwertanalyse machen und dann verschiedene Tools dann als Entscheidungsalternativen dann voneinander abgrenzen. Was man auch sieht, ist, wenn wir schon jetzt mal in der Kommunikation bleiben und jeder denkt, er könne es schon von den Führungskräften, und ich bitte nicht falsch verstehen, viele haben ganz viel dazugelernt, aber eben sehr viele auch noch nicht, dann stellt sich doch auch oft die Frage nach den Kommunikationsregeln mit den Mitarbeitern. Regeln auch im Sinne von, wie ich von der großen Versicherung in Hamburg und Dortmund, in Dortmund ist die Zentrale angesprochen wurde, von der Signal Iduna, die nun sagte, wir haben seit einem Jahr komplett auf agil umgestellt und auf ganz viele technische digitale Tools, aber zur Folge hatte, dass durch die Arbeitsflexibilisierung und damit durch die komplette Vertrauensarbeitszeit, die dort eingeführt wurde, wirklich vom Postboten bis zum Manager sowieso, dass dort die Meetings auch mal gerne um 20 und 21 Uhr abgehalten werden. Das heißt, wenn dann also eine Mitarbeiterin um 8 Uhr ganz normal ihren Job anfängt, dann darf sie noch bis 8, bis 20 oder 21 Uhr noch oder 22 Uhr im Meeting denn mit ihrem Chef sein. Also, wie kriegt man denn so etwas hin? Wer gibt da so die Vorgaben? Da müssen Führungskräfte in die Bresche springen und sagen, also so geht es nicht. Wenn ich so ticke, kann ich nicht erwarten, dass alle anderen auch so ticken, weil das dann eben auch eine Schattenseite der Digitalisierung ist, die sehr viele Menschen, die eben nicht in Verantwortung oder in Führungsverantwortung sind, auch ungern mitmachen möchten. Und diese brauchen vor allem dann in dieser digitalen Fitness vor allem auch sehr klare Zielvorgaben. Ich erlebe auch heute immer noch sehr, sehr viele Meetings im Zoom-Bereich oder womit auch immer, also virtuelle Meetings, wo mittlerweile genauso viel geplaudert wird wie im Konferenzraum, ne, wo man immer zusammenkommt, dann in den Smalltalk verfällt, keiner hat so richtig Bock, irgendwie richtig in das Thema einzusteigen. Die Hälfte der Leute im Zoom hacken dann auf der Tastatur herum und arbeiten ihre E-Mails ab, obwohl sie schon in einem laufenden Meeting engagiert sind. Und dann verkommen natürlich auch solche virtuellen Kollaborationen zu, wie soll man sagen, also eben nicht zu Ergebnissen. Ne? Also sie verlaufen dann irgendwie im Sand und dann heißt es nachher, wir haben jetzt 90% der Zeit gut gequatscht und haben so ein bisschen gesocialt. Vielleicht ist das auch ganz wichtig für einige, aber wir sind eben auch nicht zu Ergebnissen gekommen, beziehungsweise dann eben nur zu flachen Ergebnissen, die wir hätten viel schneller erreichen können. Also auch da braucht es ganz viel Fitness. Wir sehen also, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt informationstechnische Fitness ausschließlich an Führungskräfte heranzubringen, sondern Antworten auf die Fragen zu bekommen, wie kann ich nun diese Tools in der Tat für eine effektivere Zusammenarbeit in virtuellen Räumen denn schaffen? Dazu habe ich mich auch mit einigen Leuten unterhalten, die ihre Büros, also Unternehmer, die ihre Büros aufgegeben haben und nun alles weltweit mit Freelancern und Zulieferern weltweit komplett virtuell abhalten. Und auch hier habe ich die Bestätigung bekommen, dass je virtueller ich meine Arbeitsorganisation gestalte, umso klarer, umso effektiver und umso stringenter ganz knüppelharte Ziele mit konkreten Erwartungsbeschreibungen vorgeben muss, weil sonst landet das alles irgendwie am Hin und Her und dann gehen E-Mails halt so lange hin und her, bis irgendwas mal passt und dann kann man es auch gleich selber machen. Ja, also es geht also schon darum, jetzt aus der Corona-Perspektive zu erfahren, wie kann ich mein Kommunikationsverhalten in der virtuellen Zusammenarbeit tatsächlich verbessern. Da habe ich so ein paar Impulse geliefert, aber eben auch ganz konkret, wie kann ich Strukturen und wie kann ich auch kulturelle Werte für eine virtuelle Kollaboration reflektieren und weiter professionalisieren. Und da sind wir sicherlich noch nicht
einem Status, wo man bei Microsoft, ein IBM oder ein ähnliches anruft und sagt, so, du baust mir das jetzt alles mal hier so auf. Klar machen die das sicherlich, wer das will und ein Konzern, der das muss, macht das ja auch, hat das ja schon längst getan. Für den Mittelstand sind solche Zahlen dann nicht erreichbar und leistbar und darstellbar. Dann kann man hier nur sagen, Leute, da muss man sich in das Feld hineinbewegen, mit den Führungskräften ins Tabula Rasa gehen und darüber sprechen, was die nächsten Schritte für das Jahr 2021 sein müssen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine rege Diskussion und herzlichen Dank erstmal für das Zuhören. Danke dir, Gerald. Ich hätte gleich eine Frage. Du hast auf der einen Seite, hast du ja gesagt, es gibt Tools. Hast du dich damit beschäftigt, welche Tools das sind? Weil du hast ja jetzt ja auch nichts preisgegeben. Sag jetzt mal, was gibt es denn da? Was funktioniert vernünftig? Kann man von dir so eine Liste anfordern, wenn man fürs Unternehmen sowas braucht? Ja, kriegt man. Kann ich zur Verfügung stellen. Ich nenne mal vielleicht ein Beispiel. Für das Videoconferencing ist es mittlerweile ziemlich egal, sofern man also den Datenschutz jetzt nicht zwingend berücksichtigen muss, welches man dort nutzt. In der Tat ist es, dass man mit Zoom nach wie vor ganz gut aufgestellt ist, ein relativ safes Ding, haben wir einen riesigen Serverpark im Hintergrund, das Ding funktioniert immer. Ich habe aber auch schon mit offenen Systemen, mit offenen Codesystemen gearbeitet, die auch gut funktionieren. Die haben allerdings natürlich immer das Problem noch, dass sie nicht hundertprozentig safe funktionieren und in ihrer Usability manchmal etwas schwieriger sind. Mhm. Aber da wird sich in den nächsten 2-3 Jahren massiv viel tun und da werden wir sicherlich noch einiges erleben. Deswegen, wenn man heute ein Tool vorschlägt, mag das in einem halben Jahr schon nicht mehr das Beste und das Richtigere zu sein. Okay. Für die Kollaboration beispielsweise machen wir sehr gute Erfahrungen mit Miro. Das ist ein sehr, sehr schönes Tool, mit dem man in der Tat auch ganze Online-Workshops gestalten kann. Einige kennen das bestimmt schon. Und ich arbeite da auch seit einigen Monaten, so 3-4 Monate ungefähr damit, mache damit einerseits auch komplette Vorlesungen beziehungsweise betreue auch virtuelle Teams in ihren Projekten auch mit diesem Tool. Und das ist ein sehr, sehr effektives Tool, womit man auch kostenfrei sehr viel schon Gutes tun kann. Und wenn man dann auch ein bisschen bereit ist, ein paar Euro dafür zu bezahlen, kriegt man fertige Templates für Projektpläne und Ähnliches für Online-Workshop-Formate. Da gibt es also schon ganz gutes Zeugs, was man dann Plug-and-Play dann auch ausprobieren kann. Kannst du das nochmal wiederholen, wie das heißt? Das heißt Miro und findet man unter, wenn ich es richtig im Kopf habe, miro.com. Okay. Christoph, ich habe deine Meldung schon gesehen. Ja. Ich hätte noch von meiner Seite eine Frage, weil ich glaube, jeder hat WhatsApp. So, und jetzt stöße ich immer wieder auf Firmen, wie zum Beispiel Audi, die haben kein WhatsApp. Ja, das heißt, wie ist die Kommunikation, sage ich jetzt mal, jetzt und in Zukunft? Auf der einen Seite heißt es, WhatsApp kann man vertrauen, auf der anderen Seite, um Gottes Willen, ja nicht. Du musst zu Telegram gehen oder wie auch immer. Aber das Thema Messenger ist ja, sage jetzt mal, für viele Firmen eigentlich das Allerwichtigste heutzutage, weil wenn man im Homeoffice ist, man sitzt nicht immer vorm Rechner. Ja? Ich brauche eigentlich einen Messenger, mit dem ich meine Führungskräfte, meine Mitarbeiter irgendwie koordiniere. Was ist da die Entwicklung? Wie funktioniert das? Also in der Tat, also die großen Anwender von Microsoft, also die jetzt ein MS-System zu Hause in ihrem Unternehmen, Konzern laufen haben, haben natürlich diese Messenger-Systeme dann halt von Microsoft. Und Microsoft übernimmt dann natürlich auch den gesamten Support, die gesamte Datensicherheit etc. Wenn man jetzt ein Mittelstandsunternehmen ist, hat man normalerweise diese großen Suiten nicht laufen, obwohl das wird sich auch in den im nächsten Jahr mit Sicherheit runterbrechen. Das hat man jetzt bei dem Zukauf von Skype bei Microsoft schon gesehen, welche Möglichkeiten heute schon auch im Free-Bereich mit Skype möglich sind. Also das können auch Mittelstandsunternehmer sehr, sehr gut nutzen. Im Bereich von Messenger-Systemen konkret, ja gut, naja, da ist es halt so. Die werden halt von den großen Digitalkonzernen weltweit gehostet und geliked. Man weiß wirklich nicht, wo seine Daten liegen. Und trotz End-zu-End-Verschlüsselung, ist das Problem, wo liegen die Daten und was passiert mit diesen Daten, haben wir natürlich keinen Einfluss darauf. Ich nehme aber auch wahr, dass sich in Deutschland bzw. in Mitteleuropa so eine ambivalente Diskussion auftut. Die einen sagen, hey, komm, wir müssen kommunizieren, scheiß auf Datenschutz, es muss vorwärts gehen. Und die anderen sagen, nein, ohne Datenschutz dürfen wir erst gar nichts anfangen. Also beides gibt es so. Ich vermisse insbesondere im deutschsprachigen Bereich
eigentlich viel mehr Startups, die sich eben genau mit dieser Frage beschäftigen. Ne? Und ob das nun Telegram oder Threema aus der Schweiz beispielsweise ist, die haben da schon Lücken gefüllt, wo man weiß, okay, da steht halt der Server in der Schweiz und da hat jetzt nicht gerade die NSA vielleicht unmittelbaren Zugriff drauf. Ja, also das ist für sich eine, also ich kann verstehen, Datenschutz ist da, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da müssen wir auf jeden Fall in Europa unter viel unternehmerischer noch weiter denken, am Rande der DGSVO. Auf der anderen Seite aber lassen sich sehr gut Gesetze zum Schutz persönlicher Daten auch erlassen. Aber wie sie dann controlled werden, das ist dann, steht in den Sternen. Und du kannst dir heute irgendwelche U-Boot-Filme angucken. Ich habe mir gestern so einen U-Boot-Film angeschaut. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da ging es darum, dass dann ein amerikanisches U-Boot im Pazifik herumkurfte, um dann Datenkabel der Japaner und Chinesen anzuzapfen, um dann an die Informationen und Daten heranzukommen. Da denkt man, das ist Hollywood. Nee, das ist schon lange Realität. Also, wer an die Daten will, bekommt sie, egal wo der Server steht. Und diese Frage lässt sich leider nicht in den nächsten 100 Jahren beantworten. Da werden wir weltweit keine Einigung finden. Aber bevor man sich da behindern lässt, würde ich sagen, hey Leute, dann bau mit deinen 50 Mitarbeitern eine WhatsApp-Community auf. Christoph, erst du und dann der Frank, bitte. Also Skype ist ein wunderbares Beispiel, wie man Milliarden in den Sand setzen kann. Erst kürzlich auf YouTube ein tolles Video, wie es Microsoft gelungen ist, diese Software zu ruinieren. Telegram ist übrigens genauso unsicher wie WhatsApp. Signal wäre im Moment das Tool der Wahl. Und es ist halt so, man kann nicht alles haben. Man muss sich entweder entscheiden für den Datenschutz oder für die Zukunft. Aber vielen Dank für deinen Vortrag. Der hat mich natürlich ein bisschen herausgefordert, Gerald. Du sagst, die Deutschen sind, in Deutschland ist man hinten. Und einer der Gründe wäre, weil jetzt der CEO, also der Chief Information Officer, auch für die Digitalisierung zuständig ist. Du sagst also, man kann doch nicht den größten Nerd in die Verantwortung nehmen. Jetzt, wenn man sich die Börsennotation anschaut, die größten Firmen der Welt, das sind Google, Apple, Microsoft, bisschen weiter unten dann Facebook. Welches dieser Unternehmen hat nicht den größten Nerd als Chef? Ja, in der Tat. Aber du weißt ja auch, dass diese Unternehmen durch zwei Funktionen groß geworden sind. Da war immer ein Nerd, so ein Bastler, so ein Wash, ne? Bei Apple beispielsweise. Und dann gab es den Steve, der hat verstanden, was der da schraubt, hat sich damit beschäftigt, ohne auch ein Nerd werden zu müssen, und hat dann übersetzt, wie er diese Technologie an Menschen bringen kann. Das finde ich vorbildlich. Das würde ich von meinen Führungskräften erwarten. Ja. Es zeigt, ich würde Führungskräfte, wenn ich Führungskräfte bei mir einstelle und ich meine es mit digitaler Transformation in meinem Unternehmen ernst, würde ich einen Einstellungstest machen, da würde ich meinen 286er PC hinstellen, sage ich, auseinanderbauen, zusammenbauen und dann reden wir weiter. Ja, also ich denke, das sind auch schöne Beispiele dafür, dass Steve Jobs hat ja dann gegen den Betriebswirt in seiner Firma den Machtkampf verloren und war erst wieder erfolgreich, nachdem er selber zurück war. Ja. Und er hat sich wirklich reingeklemmt in diese Themen und man sieht an seiner Philosophie auch, wie stark Nerd er war. Und man sieht auch an Microsoft, ein schönes Beispiel, dass diese Firmen eben den Generationssprung in der Digitalisierung nicht wirklich geschafft haben und von den rein nerdgetriebenen Unternehmen abgelöst werden. Ich denke, und damit bin ich jetzt eh schon am Schluss, Tools sind sicher wichtig. Sie verstellen allerdings den Blick auf den wesentlichen Unterschied. Und wenn man Tesla nimmt, also ich bin von der Grundausbildung her Maschinenbauer, irgendwann war mir das zu langweilig. Wir haben die deutschen Autos so gebaut, zuerst den Motor und rundherum die Karosserie und alles andere um den Maschinenbau in den Kern. Und das hat viele Jahrzehnte, Jahrhunderte funktioniert. Tesla war anders, da kam zuerst die Software. Und dann hat man erst das Gerät gebaut. Das heißt, der Tesla ist eigentlich kein Auto. Das hat man, glaube ich, nicht verstanden. Tesla ist ein Transportroboter auf vier Rädern. So ist er auch konzipiert. Der schaut nur so aus wie ein Auto, damit ihn die Leute auch kaufen. Aber das ist im Grunde genommen eine Tarnung. Und daher zweifle ich ganz stark daran, dass Tools die Lösung sind.
Ich denke, Neues, sagt der Niels Bohr, setzt sich nie durch. Die Gegner sterben aus und das ist eben die deutsche Automobilindustrie. Danke, Christoph. Frank, du hast deinen Input noch gehabt. Ja, also Tote leben immer länger, finde ich, aber das ist gut. Generell, ich weiß nicht, wer von euch, das ist erstmal eine Frage in der Runde, Reinvent angeschaut hat, den Invent von Amazon Web Services. Hat das jemand angeschaut? Keiner. Also das ist genau das Thema heute. Und also Digitalisierung und Transformation, das ist nicht die Problem, ob wir Skype, WhatsApp oder sonst was nutzen, weil das ist jetzt reine Kommunikation, da nimmt man Teams, sondern wie transformiere ich meine Organisation, mein Betrieb, mein ganzer Business Case digital? Ja, und Amazon Web Services ist um 29% gewachsen in 12 Monaten auf 46 Milliarden. 29%. Das ist fett. Ja, das sind, keine Ahnung, 12 Milliarden, 10 Milliarden. Weil Covid es geschafft hat, dass diese Digitalisierung 3-4 Jahre an Speed aufgenommen hat, weil den Leuten die Hütte brennt. So, und das geht wirklich, und da kann ich nur empfehlen, den CEO anzuschauen, da muss man sich registrieren, weiß nicht, ob es jetzt noch geht, ist er bestimmt auf YouTube, und der hat es ganz gut gebracht, es geht, und das ist die Stärke, wie der jetzt vom Premium Leaders Club, es geht um alles, was er sagt, sind 7 Punkte, 7 oder 8 Punkte, und da geht es nur um einen, um Technologie, alles andere ist Leadership, ja, und da geht es nicht um Tech-Specs und sonst was, sondern um die Leadership from top-down, um Speed, Acknowledgement, you cannot fight gravity und. Und das ist genau, was der Mittelstand machen kann, weil der Mittelstand kann schnell entscheiden. Ja, das kann eine Telekom nicht. Eine Telekom hinterher. Also die haben vorgestellt, das war Reinvent, war jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen, wenn du deine Maschinen keine Sensoren hast, liefern wir dir die Sensoren. Wir packen die auf eure Maschinen, wir geben euch das Gateway, wir laden es in die Cloud hoch und sagen auch, was besonders ist, und auf die App für dein Handy liefern wir da auch noch mit. Das heißt, ich brauche nicht die Kuh zu kaufen, wenn ich ein Glas Milch will. So, und das ist, wo wir eigentlich dann wieder als Premier Leader Club sagen, wie übersetzen wir das für unsere Kunden, für unsere Partner? Und da geht es viel um Coaching, und das ist die Leadership. Und wie bringe ich das ins Unternehmen rein? Und deshalb bin ich wieder mit dem Gerhard, mit dem Mittelstand, und der Mittelständler in Deutschland ist die Schwarzgruppe, wo der Philipp und ich waren. Das ist eine Fissmann. Ja? Dass auch eine BMW tickt so, wenn mein Mehrheitsanteiler 49,5% ein, zwei Familien sind. Und genau da würde ich auch absetzen. Und wir haben großen Mittelständler mit ein paar tausend Leuten oder 10.000, 20.000 Leuten. Und genau die Sache ist es. Und wie gesagt, Lidl ist da ein super Beispiel, wie die das machen. Ja? Die haben nur 440.000 Mitarbeiter und 120 Milliarden Umsatz. Also durchaus, da geht es. Und ich glaube, das ist so, wo man auch dieses Thema rummachen muss, wo wir die Leute reinholen. Und das ist die Sache für dich, Alexander. Wie bringst du das im Dialog so gut, dass der Fisch muss ja, der Wurm muss immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ja, weil sonst wird es nichts. Ja, das ist oft bei uns Government Organization leider nicht so. Aber da musst du sagen, so, jetzt ist er runtergeschluckt, fest, aber noch nicht verdaut. Und dann muss dieses Event aufhören. Ja, das muss Lust auf mehr haben. Und da bin ich still jetzt. Danke dir. Philipp, hast du nur einen Input von deiner Seite? Du hast ja auch sehr viel Erfahrung, was dieses digitale Thema betrifft. Ja, ich bin da bei dir, Frank. Also ich glaube, momentan ist einfach die große Frage, die sich die europäischen Unternehmen stellen dürfen, wie wandeln wir von einer produktorientierten Organisation hin oder addieren hin zu einer serviceorganisierten Organisation? Und ich glaube, das machen uns halt diese ganzen Plattformanbieter vor, ja, weil der Kunde von morgen, egal ob es B2B oder B2C ist, der möchte befähigt werden, der möchte 24/7 Tutorial Support haben, ja, sehen wir jetzt mit Covid, wie alle online gehen und sämtliche Dinge googeln, ja, wie gefährlich ist das, wie gefährlich ist jenes. Und bin ich auch bei dir, Frank, dass es je digitaler ein Konzern werden möchte, desto analogere Schritte muss er tun, ja, und desto mehr muss man das Management da mitnehmen. Ich glaube eigentlich, wir haben echt ein gutes Beispiel gemacht, auch weil ihr da sagt, hier von wegen da so, die sind hier, die europäischen Konzerne wie BMW und sowas, ja, sind vielleicht zeitlich gewidmet, glaube ich nicht. Die machen schon gerade ihre Hausaufgaben momentan und sind ja auch in einigen Dingen nach vorne. Aber wie gesagt, sie müssen halt eben an dem arbeiten, wie es der Frank schon gesagt hat, ja.
am Thema Leadership. Und ich bin auch nicht der Meinung, das ist meine Erfahrung mittlerweile, die Welt ist so komplex. Und vor allem hier in Europa stolpern wir halt über unsere Tradition. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendein Konzernvorstand in Europa in der Lage ist, diese komplexen Gefilde zu überblicken und Entscheidungen holistisch für eine Organisation zu treffen. Ich glaube, das dürfen die europäischen Konzerne dürfen loslassen lernen. Und ich glaube auch, dass wir wegkommen von diesem 2000er und 1990er Jahresstil, Führungsstil, dass ein paar Leute da oben eine Entscheidung treffen und die Mannschaft muss es machen, sondern ich glaube, mittlerweile kommt das Knowledge und Leadership von überall aus der Organisation hervor. Und das Management darf in Zukunft, glaube ich, nur noch leiten, wer Entscheidungen trifft hier in Europa. Das ist so meine Erfahrung jetzt gerade, aber wer weiß schon, was morgen kommt, gell? Alles gut. Martin, ihr habt ja eine große Kanzlei, ihr seid ja auch in mehreren Standorten und sehr viele von euren Mitarbeitern sind ja im Homeoffice. Wie geht es dir mit dem Thema um? Du, ich glaube, ehrlicherweise nicht besser oder schlechter als viele andere in der Industrie. Wir haben 300 Leute und bei uns, wir haben allerdings die besondere Situation, dass bei uns ein relativ großer Teil IT-Anwälte sind. Ja. Also ich komme ja eigentlich aus der Transaktionsecke, das heißt, ich bin ein Venture Capital Anwalt und PE Anwalt und ich mache M&A. Aber ich habe vor 20 Jahren angefangen knapp und irgendwie ist es halt immer Software geworden oder häufig Software, dann ist es ein bisschen Automotive geworden, jetzt ist es ein bisschen autonomes Fahren und dann wieder Software, dann ist es Banking Software, dann ist es wir haben Offline, Online Modelle, also digitalisierte Produkte wirklich in der Finanzierung, was sehr spannend ist, ja. Also insofern alles sehr IT-lastig. Ich selber bin aber kein Nerd. Ja? Aber ich habe gelernt, mich in der Nerd-Welt, also jetzt positiv, ja, nicht falsch verstehen, sondern weil das ja vorher auch gesagt wurde, ich habe wahnsinnig viele Kunden in dem Bereich und ich habe auch junge Leute sehr häufig großgezogen, die 20 Jahre jünger sind als ich oder 15 Jahre jünger sind als ich, wahnsinnig schnell reich geworden sind. Aber vor dem Hintergrund wollte ich zu dem Gespräch eins sagen. Ich glaube, wir müssen genau da ansetzen. Ja? Und es ist unheimlich wichtig, dieses Format PLC. Amazon, ich kenne da auch ein paar Leute, die da ganz angefangen haben, also eine der ersten Mitarbeiter waren sozusagen in den frühen Jahren. Warum ist der eigentlich groß geworden? Nicht, weil er so eine schlaue digitale Strategie hatte oder so, sondern weil er die Idee hatte natürlich. Aber dann hat er als erster gemerkt, dass er den Buchhandel aufgeben muss und alles einkaufen muss, was er kriegen kann. Ich weiß es noch, vor 15 Jahren ungefähr, haben die Mitarbeiter geächtzt, weil die alle komischen Produkte in das Sortiment bringen mussten. Warum hat er das gemacht? Na, weil er der Einzige sein wollte, weil er First Mover sein wollte. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, wenn du alles verkaufen willst. Niemand hätte gedacht, dass der das schafft, einfach alles zu verkaufen. Ja? Aber er tut's. Und jetzt hat er es gewonnen, das Spiel. Das ist eigentlich der Hebel, das ist Leadership. Klar, der ist zum richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und ist ein IT-Nerd und kennt die ganzen Leute damals, die quasi das Internet erfunden haben. Aber der entscheidende Hebel war, er hatte den Mut und die Vision, das Spielfeld neu zu organisieren. Und das ist der eine Bereich. Ich glaube, wir müssen nicht Angst haben, wir müssen nicht Google werden hier in Deutschland, sondern wir müssen weiter versuchen, gute Produkte auf den Markt zu bringen und neue Produkte und das gut zu verkaufen. Ja? Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, was ich halt hier immer im Markt so feststelle, du kommst an dem Silicon Valley einfach nicht vorbei. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist auch, hat auch viel in dem Finanzierungsbereich und im Endeffekt geht es doch um Talent und Geld. Ja? Du hast da keine Chance und das fehlt uns immer noch in Deutschland und da kannst du den Corona-Schutzschild völlig in die Tonne treten. Ich sehe das, wie die Startups damit kämpfen und dann beantragen sie das und dann dauert es und dann sind so viele Auflagen drin und dann sagt ein Family Office, ja, das können wir machen, aber unter den und den Bedingungen, es zieht sich alles viel zu lang. Das heißt, was wir machen könnten hier auch in diesem Format ist zu versuchen, die Leute im Mittelstand, die gewillt sind, trotz ihres, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alters oder ihrer langjährigen Erfahrung, sich zu verändern und den neuen Trend zu unterstützen, ja, dass wir die zusammenbringen mit Young Talent und diesen ganzen Prozess beschleunigen und das weniger formell halten, ja, dass wir quasi die Entscheidungsebene verjüngen und den Leuten die Sorge nehmen und die
auch die Kultur übersetzen. Dass wir das, das machen ja sehr viele Inkubatoren, aber ich kenne auch viele Inkubatoren. Ich arbeite auch sehr stark mit einer digitalen Investmentplattform zusammen. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die so gegründet haben und die in verschiedenen Technologien da unterwegs sind. Aber es ist oftmals sehr zäh und im Endeffekt brauchst du viel mehr Geld und viel mehr verschiedene Leute, die dort sich trauen, hineinzugehen. Und es geht jetzt viel, es ist jetzt viel schneller, der Markt. Und wir laufen viel mehr Gefahr, jetzt abgehängt zu werden. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch in der konventionellen Industrie jetzt schnell was tun, weil nur mit dem Startup-Markt, den wir jetzt haben im Moment, das reicht nicht aus. Ja? Und da, glaube ich, ist noch viel zu tun, einfach diesen Inkubatorengedanken in den Mittelstand hineinzutragen, in die verschiedenen Superprodukte, die wir haben, und da Geld und Talent und Management-Power zusammenzubringen. Ja? Das menschelt halt doch irgendwo. Du kannst es nur gemeinsam, also das kleine Silicon Valley sozusagen, halt doch irgendwo versuchen, nach Deutschland zu bringen, was ja schon viele seit langer Zeit machen. Ja, danke dir, Martin. Gerald, du wolltest eine Idee einbringen. Ich meinte das jetzt eher ironisch. Also wenn es darum geht, Talents und junge Leute in den Mittelstand zu bringen, hätte ich in der Tat eine Idee, weil die bilde ich ja aus. Und wie ist es denn mit den jungen, Leuten und dem die in die Wirtschaft zu bringen? Ich habe einen Artikel gelesen, dass ich sage, die Generation Z und Wirtschaft geht gar nicht. Wie ist da deine Meinung? Also wenn man das jetzt mal durch die digitale Brille betrachtet, dann ist es so, dass viele denken, dass wenn sie jetzt junge Leute, egal wie alt, 17, 18 für die Ausbildung oder 21, 22 mit Bachelor oder 25 mit Master einstellen, dass sie denen denn den ganzen Digitalkram rüberwerfen können, die machen das schon. Und die polemische Vorstellung ist dann, naja, die sind ja damit groß geworden, also können die das. Also haben sie auch die größten digitalen Kompetenzen. Ich kann nur sagen, aus jetzt 14 Jahre Arbeit zu dem Thema mit jungen Leuten, also die haben alles, aber die haben keine digitalen Kompetenzen. Also sie können zwar wischen, da sind sie wirklich also noch weltmeisterischer unterwegs als die Älteren, aber wenn es darum geht, das in Business-Kontext zu bringen oder auch vielleicht irgendwie meine App zusammen zu basteln und sagen, wie kann ich damit jetzt beispielsweise Profit im Netz machen oder ähnliches oder sowas, da versagen die meisten, weil denen einfach so dieses wirtschaftliche Know-how fehlt. Ich bin ja auch mit vielen in Kontakt, die schon seit 5 oder längeren Jahren dann auch in der Praxis sind. Einige schaffen es dann, diesen Gap aufzulösen durch ihre persönliche, fachliche Entwicklung auch, aber die allermeisten nicht. Und wenn du jetzt, Alexander, nochmal fragst, so wie ist das Allgemeine? Also wie siehst du das so allgemein mit der Generation Z und der Wirtschaft? Naja, da haben wir doch in dieser Generation, also die jetzt heute so die 17 bis 23 sowas irgendwie so sind, genau ist es ja wissenschaftlich überhaupt nicht definiert, haben wir doch einen Wertewandel, der dazu führt, dass sie nicht so große Lust auf viel arbeiten haben. Aber Gerhard, die musst du ja nicht beschäftigen. Ja, ich meine, die können ja dann Pokémon Go spielen oder sonst was machen, sondern ich will ja nicht die beschäftigen. Und vielleicht Alex, weil ich schaue auf die Uhr und ich glaube, was der Martin auch gesagt hat, der Premiers, lieber Kumpel, das als geschlossene Gesellschaft, dass du sagst, oder geschlossener, es gibt genügend Leute, da bin ich mir sicher, im Mittelstand, die würden gerne dann Austausch haben, ohne gleich ein Stundenkonto zu unterschreiben und einen Consulting-Vertrag. Und diesen Austausch zu bieten, ich habe dir auch meine Sachen schon per E-Mail geschickt, darum würde ich, Martin hat ja die Leute teilweise, und in Deutschland, Österreich, Schweiz gibt es, das ist extrem viel Firmen, Inhaber geführt. Und ich glaube, das wäre ein super Ansatz, wir erreichen euch und zeigen euch den Tellerrand ein bisschen größer und auch über Europa hinaus. Was geht nicht, was funktioniert, einfach um bei dieser Meinungsbildung zu machen. Und wenn der eine oder andere dann einen Auftrag kriegt, das ist gut, aber wir müssen erst mal sehen und schauen, dass die Körner auf guten Boden fallen, wo sie mehrere Samen bringen und aufgehen. Ja, das Format soll ja genau das bewirken, dass wir in Diskussion kommen, dass wir zu Mehrwerten kommen, zu Lösungen, zu Fortschritten, dass wir alle ein Stück weiter rutschen. Dafür sind wir auch da, dafür wollen wir auch da sein und dafür haben wir auch dieses Format online eingeführt. Das soll ja auch, sage jetzt mal, nur ein Teil von unserem Spektrum sein. Deswegen
Frank, du hast es gerade angesprochen, fortgeschrittene Zeit. Für den ersten Test ist es so, dass ich sage, ich möchte es heute hier beenden. Das hat uns oder der Tanja und mir sehr gut getan, um mal so eine Erfahrung zu sammeln. Wenn der eine oder andere uns im Nachgang noch für ein Feedback zur Verfügung steht, würde es mich freuen. Was machen wir jetzt im nächsten Step? Wir verschicken noch intern an euch alle die Kontakt-E-Mail-Adressen, sodass, wenn jemand Interesse hat, mit dem einen oder anderen Teilnehmer in Kontakt zu kommen, dass man dann die E-Mail-Adressen hat und eben vorerst den Kontakt aufnehmen kann. Später wird es dann anders funktionieren, aber jetzt machen wir es noch händisch. Dann wird ein kleines Handout vom Gerald mit dazukommen und im Nachgang, da ihr kennt mich alle, aber im Nachgang, wir werden auch in Zukunft Teilnehmer dabei haben, die noch nicht ganz in unserer Community sind. Da gibt es noch die Kontaktdaten zu uns und noch den Ausblick, was passiert in 2 Wochen zum nächsten Thema. Das haben wir heute noch nicht vorbereitet. Und somit kann ich euch nochmal herzlichen Dank sagen für eure Teilnahme und für die Möglichkeit, dass wir das mit euch testen können, für eure Bereitschaft, auch uns Feedback zu geben. Und ich kann euch nur noch einen schönen Abend wünschen.